Ja, liebe Freunde der angewandten Astrologie, heute ist Mittwoch, der 31. Juli 2019. Mein Name ist Norbert Gieso, ich bin Autor und Astrologe in der Nähe von Kiel und berate seit über 30 Jahren Menschen in allen Lebenslagen. Wenn auch du dich mal beraten lassen willst, E-Mail an mich oder anrufen. Beim Anrufen bitte öfter probieren, weil ich das manchmal nicht schaffe, direkt zurückzurufen. Ja, ich war im Urlaub, das war sehr schön. Jetzt bin ich entsandet, rasiert und gewaschen und dachte mir, letzter Tag des Monats, welch ein Zufall. Da liegt es doch nahe, einmal die Konstellation im August zu besprechen. Das letzte Monatshoroskop hat ja guten Anklang gefunden, ist gut angekommen. Ich hoffe, dass es mit diesem hier ähnlich sein wird. Ja, wir sind ja in der Löwephase, die dann zum Ende des Monats hin oder im Grunde schon ab Mitte des Monats abgelöst wird von der Jungfrauphase. Der Löwe ja die mittlere Jahres-, also das mittlere Zeichen der Jahreszeit Sommer. Der Löwe ist ja von den drei Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze das feste Feuer, das beständigste Feuer. Das starke Feuer, das Zeichen der Sonne. Die Sonne ist dem Löwen zugeordnet, also ein sehr kraftvolles Zeichen. Und wir sollten in dieser Löwezeit auch Kraft tanken, unsere Kraft finden oder sie wiederfinden oder uns darüber Gedanken machen, wo denn unsere Kraft geblieben ist, die sich dann am liebsten in schöpferischer Gestaltung, in Kreativität, in Selbstdarstellung zeigen möchte. Der Löwe immer auch hat ein sehr gutes Gefühl zu Kindern, zur eigenen Kindlichkeit. Also der Umgang mit Kindern ist hier zu empfehlen. Auch, was ich ja gebetsmühlenartig predige, auch den Zugang zum eigenen inneren Kind zu finden, also herauszufinden, was möchte die kleine Petra oder der kleine Jochen, setzt euren Namen ein, was kann ich tun, dass er sich kraftvoller fühlt, angenommener fühlt, ganzheitlicher fühlt. Ja, und dieser Monat astrologisch gesehen beginnt dann auch gleich mit, man könnte sagen, einem Paukenschlag, denn morgen bzw. heute Nacht, morgen früh um 5:13 Uhr ist direkt Neumond im Löwen. Das kann ich jetzt hier nicht darstellen, weil es liegt hier an der Technik. Also das könnt ihr euch morgen angucken, weil morgen gibt es dann auch wieder ein Tageshoroskop und es können auch ab sofort wieder Termine mit mir gemacht werden. Beratungstermine geht nach Eingang dann die Vergabe der Termine. Ja, wir haben ja im Löwen nicht nur die Sonne und Mond, die sich im 9. Grad des Löwen zum Neumond treffen, sondern auch die Venus und den Mars im Löwen. Der Neumond ist ganz in der Nähe der Venus, sodass auch das Thema Liebe, Werte, Hingabe eine Rolle spielt. Was bin ich bereit für die Liebe zu tun? Sowohl für die persönliche Liebe, wenn es mir um den oder die Angebetene geht, oder eben auch die allumfassende Liebe, wo es um alle Menschen oder um alle Lebewesen geht. Und dieser Neumond im Löwen, Neumond ja immer der Beginn des Sonne-Mond-Zyklus, hier wird die Saat gelegt, hier wird etwas gezeugt, was dann später geboren wird. Hier ist die Initialzündung, hier haben wir die Chance, gerade heute und morgen einmal in die Tiefe zu gehen und zu schauen, wie ich schon sagte, was ist mit unserer Kraft. Wir können dabei auch durchaus ins Solarplexum Chakra fühlen, oberhalb des Bauchnabels gelegen. Ja, genau, Venus, der Neumond in Konjunktion mit Venus und alles im Quadrat zu Uranus, sodass es eben auch um Freiheit geht. Wie kann ich die Verbindlichkeit des Löwen, seine stabilen, festen Gefühle vereinbaren mit der Freiheit? Wie kann ich mich emotional an Ideologien, an Vorstellungen, an Ideen, an Menschen, an Gruppen etc. binden, also verbindlich sein und gleichzeitig frei? Dieser Widerspruch kann sich jetzt hier in diesen Tagen zeigen. So sozusagen auch, dass viel Energie dahin geht, eben Dinge anders zu machen als andere. Und wenn das aus so einer Trotzhandlung heraus geschieht, ist das natürlich nicht zu empfehlen, sondern es sollte wirklich unserer ganz eigenen Individualität entsprechen. Also eine Chance, der Löwe ist das Zeichen des Herzens, eine Chance aus der Freiheit heraus und aus dem Herzen heraus die Dinge anzugehen.
Also sozusagen im Herzen zu sein und trotzdem im Raum frei, das wäre, glaube ich, die ideale Verbindung dieses Neumondes, der eigentlich eine ganz schöne Figur hat, sozusagen. Also der nächste Sonne-Mond-Zyklus könnte dann ganz interessant und angenehm werden. Allerdings wird auch Merkur wieder direktläufig und zwar auch morgen wird Merkur wieder direktläufig. Welche Uhrzeit? Das ist immer variiert so ein bisschen, aber ich kann das nachgucken. 5:59 Uhr, also zusammen mit dem Neumond wird auch Merkur dann wieder direktläufig. In der Phase der Umkehrung seiner Bewegung, denn Merkur war Merkur war ja vor circa 3 Wochen rückläufig geworden. Und er steht jetzt bei seinem Richtungswechsel steht er still. Also auch heute, morgen, die nächsten Tage, keine guten Tage, um Dinge ganz fest abzumachen oder um Entscheidungen zu fällen. Es geht mehr um eine Bestandsaufnahme und dann läuft Merkur wieder direktläufig und damit sollte es auch mit unserer Kommunikation, aber auch mit unseren Gedanken besser wieder funktionieren als vorher. Den Stand wie zu Beginn seiner Rückläufigkeit erreicht Merkur dann erst am 15. August wieder. So lange braucht er noch im Krebs und er wird dann auch lalalala, am 11. August in den Löwen zurückkehren. Er war während seiner Rückläufigkeit in den Krebs gewandert und steht da im Krebs. Art des Krebses also in Opposition zum Pluto. Das bedeutet, die Gedanken können tiefgreifend sein, können sich auch mal ins Negative oder Schwierige abrutschen. Hier gilt es wirklich auch immer ganz klar, unser Gefühl, unser Grundgefühl zu erhöhen, uns innerlich zu stabilisieren und dann auf die Gedanken zu gucken und nicht, dass unsere manchmal verqueren oder negativen Gedanken so viel starken Einfluss auf unser Grundgefühl nehmen. Das wäre nicht gut. Ja, dann geht es eigentlich ganz schön weiter diesen Monat. Am 7. August steht die Sonne im Löwen, im Trigon zu Jupiter. Jupiter wird dann kurz danach am 11. August auch wieder im Schützen direktläufig. Er war auch rückläufig gewesen, steht im Schützen im 15. Grad in seinem eigenen Zeichen. Da sind eigentlich die Möglichkeiten zur Erkenntnis oder auch zur Investition in uns oder andere Dinge eigentlich gut gegeben. Und in diesen Tagen noch mehr die Sonne, Trigon, Jupiter, am 8.8. Venus, Trigon, Jupiter, also beide aus dem Löwen, Trigon, Jupiter. Das sind sicherlich Tage, wo man auch mal das Leben feiern sollte und aktiv sein sollte und Spaß und Freude haben sollte, die Liebe leben sollte, aber auch durch Jupiter Erkenntnisse und Zusammensein mit Menschen, mit denen wir gut Erkenntnisse machen können, sollten wir dann nutzen diese Zeit. Am 11.8. dann schließlich Merkur zurück in Löwen. Am 12.8. wird Uranus rückläufig. Für eine ganze Zeit lang. Uranus ist ja ein sehr langsam laufender Planet. Er steht im 7. Grad des Stiers. Er wird erst am 11. Januar 2020 wieder direktläufig und diesen Stand, den er jetzt hat, erreicht er erst im Mai 2020 wieder. Also die vorauspreschenden uranischen Energien im Stier, die sehr viel mit der Klimageschichte zu tun haben und davon eben ausgehend diese E-Auto-Batterie-Geschichte, die CO2-Steuergeschichte und so weiter, Wasserstoffenergien, all das sozusagen muss jetzt in den nächsten Monaten bis zum Januar oder sogar bis in den Frühjahr 2020 überdacht werden und dann muss das vernünftig gemacht werden, am besten Mix aus allen guten Dingen. Am 14. August dann schließlich Venus holt dann die Sonne ein, Venus-Konjunktion Sonne. Die Venus ist ja an sich etwas schneller als die Sonne. So, das ist natürlich auch toll. Beide noch im Trigon zu Jupiter. Also ein Tag der Liebe, ein Tag der Werte, ein Tag der Wertschätzung, ein Tag der Freude. Es sei denn, wir selber haben in unserem Horoskop eben starke Probleme mit dem Sternzeichen Löwe. Dann kann das natürlich individuell immer anders aussehen. Das muss man aber dann klären. Ja, die Venus überholt die Sonne, das heißt, sie wandelt sich vom Morgenstern zum Abendstern,
weil sie dann noch am Himmel steht, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Das werden wir aber erst sehen können, wenn die Venus einen gewissen Abstand von der Sonne eingenommen hat. Ja, dann am 15.8. sozusagen, also in 2 Wochen dann circa, ist dann so bereits schon Vollmond. Also sozusagen dann erfüllt sich das, was morgen der Neumond verspricht oder anlegt. Dann wird das geboren. Die Vollmondfigur hat dann auch natürlich noch die Sonne im Löwen im 23. Grad. Sonne-Venus-Konjunktion gegenüber steht dann. Beim Vollmond stehen sich immer Sonne und Mond exakt gegenüber. Steht dann der Mond im Wassermann. Das hat also auch wieder viel damit zu tun, sozusagen Freiheit, Wassermann versus emotionale Herzensverbindlichkeit, Sonne, Venus, Löwe. Welchen Weg folge ich? Kann ich beide Seiten berücksichtigen? Sozusagen kann ich immer dann Freiheit nur gewähren, wenn ich mich selbst frei fühle? Oder kann ich auch da anders mit umgehen? Merkur dann auch im Löwen, im Quadrat zu Uranus, schnelle Kommunikation. Könnte sein, dass es um den 15. herum einige Auseinandersetzungen gibt mit Menschen, die uns nahestehen, mit unseren Beziehungspartnern etc. Ja, und dann mit dem Vollmond wechselt so ein bisschen die Energie des August. Ich weiß, das sind immer viele Informationen in diesen Videos. Aber man kann sich ja mehrfach anhören. Außerdem findet ihr auf meiner Webseite www.giso.de auch das als Text sozusagen, also die Monatshoroskope auch als Text. Oh, jetzt gewittert es hier in Kiel. Eben war es noch sonnig. Jetzt regnet es und wird dunkel. Ja, weil dann nämlich geht es Schlag auf Schlag. Ich sage es mal jetzt erstmal in aller Kürze. Also am 18. August wechselt Mars als erster in die Jungfrau, vom Löwen in die Jungfrau. Am 21. wechselt dann Venus in die Jungfrau. Am 23.8. wechselt die Sonne in die Jungfrau. Und am 29.8. wechselt Merkur in die Jungfrau. Und dann kommt was ganz Besonderes, weil wir haben nicht im August, am 30. August, dann nochmal einen Neumond. Klar, von Neumond zu Neumond sind immer ungefähr 29 Tage. Das heißt, wenn der Neumond halt am 1. August ist, passt in dem Monat noch ein zweiter Neumond, der dann auch in der Jungfrau ist. Und damit findet mit diesen Tagen ein klarer Energiewechsel statt. Der Löwe ist ein Feuerzeichen. Ne, Feuer geht immer von innen nach außen. Die Jungfrau ist ein Erdzeichen. Die Energie geht eher nach innen, introvertiert. Die Jungfrau versucht, wie ich immer schön, so schön sage, das Chaos aufzuräumen, was der Löwe verbreitet hat. Bei der Jungfrau geht es dann ganz klar mehr um Achtsamkeit, um Alltag. Nicht mehr die große Geste zählt, sondern der Alltag, die Bewältigung des Alltags, Disziplin, Vernunft, Achtsamkeit. Das sind dann so Themen, die dann ganz, ganz wichtig werden. Mit Mars in der Jungfrau gilt es darum, neue Kräfte zu sammeln und seine Energien auf mehr produktive und gesunde Tätigkeiten zu konzentrieren. Es ist eine Jungfrauphase, eine gute Phase, um zu planen, zu organisieren, aber auch die Themen Heilung, Ernährung, Integration sind alles wichtige Themen, die wir auch berücksichtigen sollten. Ja, mit der Venus in der Jungfrau ab 21.8. kommt dann auch die Vernunft in den Beziehungen, in der Liebe an. Also was wir in der Löwezeit sozusagen nicht angestoßen haben, werden wir wohl mit Mars und Venus in der Jungfrau nicht unbedingt anstoßen können. Wenn aber Dinge angefangen haben oder sich intensiviert haben, ist das eine gute Zeit, die Dinge sozusagen in eine Ordnung zu bringen, eine Struktur zu finden, unsere Beziehung, unsere Liebe, die Dinge, die wir aktiviert haben, halt wieder sozusagen in den Alltag zu integrieren. Und dann beginnt am 23.8. die Jungfrauzeit nochmal richtig, weil dann die Sonne in die Jungfrau wechselt, dann das letzte Sommerzeichen. Oftmals geht es ja dann Ende August schon ein bisschen in den Herbst. Eine gewisse Wehmut mischt sich da vielleicht rein, der Sommer wieder zu Ende. Andererseits vielleicht auch so ein gewisses beruhigendes Gefühl, dass diese Hektik nun vorbeigeht, die Tage wieder kürzer werden, wir mehr zu uns kommen. Hängt immer ganz davon ab, welcher Weltanschauung folgen wir. Zum einen bin ich also jemand, der mehr hedonistisch ist. Ich will das Leben genießen, möglichst viel Spaß und Energie rauspressen, den Sinn auf die Sinne zugreifen.
Oder geht es mir mehr darum, sozusagen eine innere Achtsamkeit zu entwickeln, eine Ordnung in mein Leben zu finden, vielleicht auch mehr zu dienen, demütig zu werden? Dann ist die Jungfrau sicherlich das beste Zeichen. Wir brauchen aber beide. Wow, richtiges Unwetter jetzt hier. Ja, dann ganz interessant, am 24.08. treffen sich Venus und Mars. Die Venus als schnellerer Planet hat den Mars dann eingeholt. Sie konjugieren miteinander im vierten Grad der Jungfrau. Ein neuer Beziehungszyklus beginnt in der Jungfrau, eben auch von der Jungfrau-Energie dann getragen. Hier geht es um Vernunft und Disziplin, die Dinge alltagstauglich zu machen. Und das können wir sehr gut schauen, ob das mit unseren Beziehungen passt. Und auch mit anderen Dingen natürlich. Wow. Ja, dann am 29.08. wechselt schließlich Merkur auch noch in die Jungfrau. Nach seiner Rückläufigkeit, die jetzt endet, muss der wieder Fahrt aufnehmen, wechselt am 8. August in den Löwen, durchflügt den Löwen und wechselt dann schon 200 Wochen später in die Jungfrau. Merkur ist in der Jungfrau zu Hause. Er kann dann Mars, Venus und der Sonne helfen, die Dinge, die die gerne jungfräulich umsetzen wollen, auch konkret umzusetzen. Also unsere Gedanken spielen dann auch mit. Also wenn es darum geht, wirklich Ordnung und Struktur in bestimmte Lebensbereiche oder in viele Lebensbereiche zu bringen, ist die zweite Hälfte des August bis in September hinein ideal geeignet. Auch wenn es um Heilung, um Ernährungsumstellung, um gesünder Leben, vielleicht Entsüchten, all diese Themen passen da gut. Dann zum Ende des Monats, irgendwie am 30.08., wie eben schon erwähnt, dann der Neumond im siebten Grad der Jungfrau im Trigon zu Uranus, Merkur, Sonne, Mond, natürlich Mars und Venus, alle in der Jungfrau. Wahnsinn, also im Trigon, im weitläufigen Trigon, dann die Venus-Mars zum Saturn, Trigon zu Uranus. Schöne Konstellation, auch eine tolle Konstellation, irgendwie, die im Grunde verspricht, dass es uns gelingen kann, eine Menge an Energien in die Reihe zu kriegen, wenn wir denn Spiritualität und Erkenntnisse mit einbauen und uns auch immer unserer persönlichen und kollektiven Grenzen bewusst sind. Soweit der Monat August in der Kurzschau. Natürlich gibt es ab morgen dann wieder meine täglichen Tageshoroskope, wo ich dann die einzelnen Aspekte aufgreife und sie nochmal intensiver bespreche. Aber hier habt ihr schon mal den gesamten Überblick. Wenn Fragen sind, Kommentare, gerne in die Kommentare. Gerne positive Kommentare, aber auch wenn ihr was kritisieren wollt, dann auch gerne da rein. Gebt es gerne weiter, wenn euch dieser Kanal gefällt oder so. Abonniert ihn, Daumen hoch. Das sind alles Dinge, die mir grundsätzlich helfen. Denn das muss ja alles immer weitergehen. Sonst kann ich halt auch diese kostenlosen Angebote nicht aufrechterhalten. Das soll kein Jammern sein, sondern nur eine klare Ansage. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe irgendwie, das erste Video jetzt nach fast 2 Wochen Unterbrechung kommt gut an. Wünsche uns allen einen schönen Abend für die, die heute schon gucken, und einen schönen Monat für die, die über den Monat hinweg immer mal wieder reinluschern. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.